Herr Becker, Verfügbarkeit ist ja ein zentraler Erfolgsfaktor im Onlinehandel. Was ist bei der Darstellung von Lieferfristen zu beachten? Ja, wir haben hier in der Tat juristische Probleme zu bewältigen, denn seit April 2005 hat uns der BGH darauf aufmerksam gemacht, dass der Verbraucher im Internethandel insbesondere eine ständige Verfügbarkeit, eine sofortige Lieferbarkeit erwartet. Das bedeutet, man muss es auch kenntlich machen, wenn die Ware ausnahmsweise einmal nicht lieferbar ist. Der Händler ist nicht in der Pflicht, wenn er sofort liefern kann, irgendwelche Anzeigen zu tätigen. Dauert es aber etwa über 3, 4, 5 Tage hinweg, bis der Kunde zufriedengestellt werden kann mit der Lieferung, dann beginnt die Anzeigepflicht. An welcher Stelle muss denn dieser Hinweis erfolgen, ob die Ware verfügbar ist, wann sie geliefert werden kann? Reicht das aus, wenn diese Hinweise im Warenkorb platziert sind? Das reicht in der Tat nicht aus. Der BGH hat relativ konkrete Vorstellungen entwickelt. Der Kunde muss sie sozusagen diese Angaben mehr oder weniger zwangsweise wahrnehmen können. Jedenfalls müssen sie im eigentlichen Angebotstext vorzufinden sein. Und dort, wo ich etwa auf der Startseite eine sofortige Bestellbarkeit der Ware vorfinde, beispielsweise durch ein Warenkorbsymbol, da ist es angezeigt, dem Kunden durch einen sogenannten sprechenden Link klarzumachen, dass er noch weitere Informationen zu dieser Ware vorfinden kann, wie etwa diese Lieferbarkeitsinformationen.